Seniorenresidenz feiert Richtfest. Nachdem im Dezember 2014 die Bauarbeiten eines Pflegeheims im Zentrum von Rodebüsch begonnen hatten, konnte gestern die Richtkrone gesetzt werden. Die letzten Nägel ins Gebälk durfte Anke Bausthof, die zukünftige Leiterin des Hauses, schlagen. Die K&S-Unternehmensgruppe investiert mehr als 8 Millionen Euro in den Neubau. Wenn alles nach Plan läuft, sollen im März nächsten Jahres die ersten Bewohner einziehen können. Insgesamt 84 stationäre Pflegeplätze stehen zur Verfügung. Neben der Schließung von Versorgungslücken bei Pflege- und seniorengerechtem Wohnraum entstehen zudem 60 neue Arbeitsplätze in der Versorgung, Verwaltung und im Service. Qualifizierte Fachkräfte können sich schon jetzt bewerben.